Hallo YouTube-Freunde, heute haben wir einen VW Caddy Maxi da bei uns. Der ist jetzt von 2015 mit 161.000 Kilometern. Er hat auch schon einen Unterbodenschutz irgendwann einmal bekommen. Von dem Unterbodenschutz sieht man jetzt aber nicht mehr viel. Meistens ist der Unterbodenschutz da oben, wo der Schmutz ist, und da wo hell ist, da ist nichts drauf gewesen, weil das, was man drauf spritzt, immer ein bisschen klebrig ist und dann den Schmutz bindet. Aber es ist sehr lieblos gemacht worden, wenn da was gemacht worden wäre, eher Hohlraumschutz als wir Unterbodenschutz. Er hat einen Achsenrost und eine ziemliche Verschmutzung, aber das ist alles ganz normal. Der hat immerhin schon 6 Winter auf dem Buckel. Ansonsten schaut er wirklich sehr gut aus, also die Karosserie hat überhaupt noch keinen Rost. In die Hohlräume ist ein bisschen, wie soll man sagen, ist ein bisschen Hohlraumschutz drinnen. Aber auch sehr lieblos, mal mehr, mal weniger. Ja, und da ist ein bisschen was drauf. Aber auch nur so, vielleicht haben sie, nein, die Bremsleitungen sind sauber. Ist immer schwer nachzuvollziehen. Ja. Motorträger ist auch ein bisschen rostig. Das tun wir mal abbauen, Eisstrahlen und beimern. Das ist heute der Tagesplan. Los geht's. Schon wieder. Sogar die Schieber schaut deprimiert. Hm? Gehen wir ins Auto. Okay. Schon wieder tief winterlich. Kopf einziehen. Du liebe Zeit. Da habe ich gestern wohl eine Kleinigkeit vergessen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Shit. Hoffentlich gibt es keine Probleme. Oh Mann. Okay, okay. Der Tag gestern war auch sehr hart. Oh. Der will mit mir schon wieder losfahren.
Und wir sind wieder vor der Landkarte. Ein neues Kanalmitglied ist der Engelbert Marl. Der hat auch eine Werkstätte zum Auto aufbereiten und Unterbodenschutz machen. Und ich bin mir sicher, dass ich mal beim Engelbert vorbeischaue auf einen Besuch. Der ist da im Bad Mitterndorf, da wo die Skiflugschanze ist, der Kulm. Danke Engelbert für deine Unterstützung. Du bist schon der vierte Österreicher. Ah ja, da haben wir dann noch in Kai Dödloff, den mache ich dann das nächste Mal beim nächsten Video. Kommt der Kai Dödloff dran. Der ist nicht mehr ganz oben, Nordseeküste. Ich glaube, der wird sich konkurrieren mit Hoffis Car-Garage aus Schwerin. Da werden wir schauen, wo der genau ist. Da muss man noch die Adresse genau raussuchen und das machen wir nächstes Mal mit der Kai. Bist du dran? Leute, da haben wir jetzt den Caddy bestens gereinigt mit Eis und genadelt und geprimert vom Simon. Und ich mache heute weiter. Jetzt habe ich schon Hohlraumschutz eingespritzt. Das lasse ich jetzt ein bisschen abtropfen und tue ich jetzt ein bisschen wegwischen da. Und dann kommt das Dinitrol Metallic dran heute wieder. Für diesen Caddy Maxi. Schaut jetzt wunderbar aus. Wirklich perfekt sauber und genadelt und gepreimert. So ist das perfekt. Und jetzt gehen wir Kaffee trinken und dann machen wir schönes Dinitrol Metallic.